Hallo Leute, willkommen bei Part 2 bei Monster Hunter Worlds. So, jetzt sind wir ja den letzten Part in diese Stadt angekommen. Wie gesagt, falls ihr den letzten Part noch nicht gesehen haben sollte, könnt ihr ihn sehr gerne nochmal ansehen. Der Part war ungefähr eine halbe Stunde lang. Zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten, aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. So, dann folge mir beide erstmal. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ah, hier drin ist es schön warm. Klar, also hier werden wir wie... Gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Da bist du ja, Fünfer. Können wir eine Waffe holen? Okay. Nein. Da bist du ja, Fünfer. Okay, anscheinend können wir noch keine Waffe nehmen. Dann machen wir es später. Genau, machen wir später. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Ist die wohl hungrig? Wie gesagt, so sieht doch mal die Stadt aus. Hier drüben. Eine Katze. Das hier ist unsere Kantine. Hm. Hey, da drüben. Du schaffst das. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Okay, das ist die erste Ratssitzung. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Sora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die fünfte.
Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Hier drüben. Okay. Gut, besonders an den Typ da halten. Machen wir einfach. Geh in deinen Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Okay. Jetzt machen wir mal die allererste Quest. In den ersten Part wahrscheinlich gibt es noch nicht so viel zu sagen. Von meiner Künste, Kampfkünste her. Weil mir da auch nicht gekämpft hatte. Aber in diesem Part können wir schon mal die erste Monster erledigen. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Gut. Okay, das ist nur ein Tutorial. Gut, ich bleib, glaube ich, bei die Lederrüstung. Brauche aber nur eine Waffe. Okay, das ist das Langschwert. Gefällt mir persönlich am besten, weil das Langschwert macht auch dementsprechend viel Schade. Gibt es zum Beispiel noch die Wurfaxe hier, die ist auch richtig gut, die macht 280 Schade. Man sieht schon, dass man auf jeden Fall deutlich mehr Schade. Haben wir euer Hammer? Oder? Bestimmt. Das glaube ich, der Hammer. Nee. Das sind Kanone. Das Kurz. Ah, da ist der Hammer. Der Hammer macht sogar 416 Schade. Also bin jetzt der meiste Schade für alle. Ist aber, glaube ich, nicht so scharf. Aber die kann man natürlich auch nochmal erweitern. Gut, ich entscheide mich erstmal für das Schwert hier. Ja, haben wir ausgerüstet. Subi. Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag. Ja, den Trainingsbereich können wir auch bald nochmal besuchen. Da können wir in den Raum besuchen gehen, da wo wir waren gerade. Also man musste einfach nur die Katze ansprechen. Okay. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Ja. Wir kommen ja. Die ist ganz oben. Auf jeden Fall werden wir erstmal hier reingehen. Okay, die will irgendwas von mir. Da können wir nur Standardausrüstung kaufen. Die gute Ausrüstung bekommen wir hier. Das heißt, wir können auch die Ausrüstung erweitern. So, weil wir noch keine Materialien haben, können wir diese Waffe hier auch leider auch nicht verbessern. Das können wir dann auch erst dann ein bisschen später machen, wenn wir die allererste Quest erledigt haben. Das ist unsere Wildjägerin. Aber wir werden erstmal etwas futtern. Ja, Toriel verlasse. Mit Punkte können wir auch bezahlen, aber wir haben natürlich 0 Punkte. Also,
Das erste. Wir kommen ja sofort. Was nehme mir da denn? Mal gucken. Vielleicht das, was dann mehr Sade macht. Also hier. Antrefo-S. Okay. Nehmen wir das, weil damit können wir die Monster, glaube ich, sogar noch etwas mehr abziehen. Ja, genau. Schön essen. Gut, das wäre Ladies. So. Genau. Wittgering. Ah, ja. Dann zeige ich meine Quest. Ja. Toll, können wir verlassen. So, hier auf jeden Fall seht ihr die Anfängerquest. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel Rang 1 seid, kann ich jetzt bei euch, ich bin der Rang 1, kann ich natürlich bei euch bei keiner Quest teilnehmen, die Rang 10 zum Beispiel hat oder höher halt eben, höher als mein eigentlicher Jägerrang. Aber wenn ihr so bei Rang 10 seid, könnt ihr bei den anderen Quests hier mir helfen. Ich glaube, wenn man die allererste Quest erledigt hat, wird man gefragt, ob man eine Online-Sitzung beitreten kann. Werde ich einfach laufe mal machen. Oder wenn man neu das Spiel reingeht, wird man ja gefragt, will man eine Online-Sitzung beitreten. Dann wird automatisch eine erstellt. Quest annehmen ist so die einzige, die ich habe. Ja, gegessen haben wir schon. Okay, da oben sieht ihr, die Quest wird vorbereitet. Dann müssen wir kurz mal warten, bis die Quest hier vorbereitet ist. Da steht, die Quest wird geladen, steht da oben links in der Ecke. Ah, ist sie geladen? Oder wird die immer noch vorbereitet? Ah, möchtest du die Quest? Oder was steht da? Ja, drück mir einfach mal ja. Okay, so kommen wir also in die Quest rein. Müssen ein bisschen warten, dann können wir einfach die Quest auf Zusage klicken. Okay. So, schon bei 13 Minuten, also die Parts, die werden echt lang. Heute zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass der Part Durst auch etwas kürzer wird. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. So. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Ja, Gebiet 2. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Ja, machen wir. Wir haben hier einmal Heilgetränke, bisschen Fleisch und das hier. Wir werden das hier mitnehmen. Die Dinge können wir auch mitnehmen. Die kann man zum Beispiel später verkaufen. Ich kann die hier in dem Fall nicht mitnehmen. Okay. Mal gucken.
Okay, ich bin gerade am Testen, wie man dann zum Beispiel mit dem Beutel wechseln kann. Ich sehe hier in dem Fall mit L1. Dann kann man hier einfach so wechseln. Ist auch wichtig zu wissen, weil wir können hiermit zum Beispiel unsere Waffe surfen. Mache ich einfach mal. Ja, wunderbar. Ich glaube sogar, Wetzsteine haben wir unendlich. Bei den älteren Teil war so, Monster 3, da muss man immer wieder nachkaufen. Gut. Genau. Ja, da gibt mir noch recht. Ups. So. Sei vorsichtig. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Ja. So. Ich will gerade mal gucken, wie wir hier etwas aufsammeln können. Oder können wir überhaupt was aufnehmen? Egal, ich werde einfach mal ein Monster erledigen. Das Großschwert ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Nach Angriffen ist eine Deckung offen. Aber das ist es die Sache wert. Okay. Ich will einfach ein bisschen Übung haben, wie man mit die Waffe umgeht. Also, so schlägt man. Okay. Zubi. Ja. Wunderbar. Steckt doch die Waffe ein. Okay, so schlägt man zu. Und so steckt man die ein. Gut, dass wir... Gut, dass wir das vorher ausgetestet haben, wie hier bei der PS4 die Steuerung geht. Ja. Werde mir da einfach mal folgen, wo der uns hinführt, damit wir so schnell wie möglich die Quest erledigen können. Ich kann mir wie vorstellen, oh, da kommt was aufsammeln. Um so einen Megatrank herzustellen. Okay, so kann man aufsammeln. Was hier ziemlich cool ist, habe ich in Let's Play gesehen. Megatränke werden automatisch hergestellt, werde ich auch persönlich anlassen. Außer man braucht Honig noch für andere Sachen, ansonsten gerne ab damit in die Kommentare. Ja, ich bin direkt vor dir. Na, kann man noch was aufsammeln. Diese Quest werden wir, denke ich mir, auch 2 bis 3 Mal machen. Dann brauche ich einige Rohstoffe von denen für Rüstung, die man auf jeden Fall alle erste machen werde und dann Waffe. Also, steckt mir die Waffe ein. Das wollte ich ja noch testen. Es gibt mehrere Kombis, die man hier machen kann. Kommst du mal her? So. Müsste doch wie vor erbeuten. Weil ich brauche von denen einige Sache. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Ja, deswegen. Habe ich schon erklärt. Oh. Hier ist auch noch etwas. Warme Pelze und so können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen oder andere Dinge oder Drachensuppe. Da werden wir, denke ich mal, einfach mal so auf Missionen gehen, ohne jetzt ohne eine Quest zu nehmen. Das kann man auch dann mal machen. Nutze, was du kannst. Ja, die Waffe ist auf jeden Fall richtig heftig überpowered. Die Waffe hat natürlich einen kleinen Nachteil, die ist relativ langsam.
So. Ich sollte mich beheilen. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Ich bin ja gerade noch am Looten. Man braucht von denen echt einige Sachen. Das ist schon echt wichtig. Ja, das war so gar nichts. Und hoppla. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Ja, hallo, umdrehen und schlagen. So. Das ist schon mal ein guter Kampf für die erste Quest. Ist auch relativ fix damit fertig geworden. Am Abschluss dieser Party werden wir vielleicht noch in die Schmiede gehen. So, erstmal alles loote, was wir hier haben. Ja, das werden wir auch mitnehmen. So. Die erste Quest wird damit erledigt. Wie gesagt, Tipps und Tricks gerne ab damit in die Kommentare. So, nur extra Items und verlassen. So, Geld haben wir bekommen. 720. Schon mal relativ gut. Überprüfe die Netzwerkverbindung. Steht hier. Das habe ich gemeint, das verbinde uns jetzt automatisch mit einer Online-Sitzung. Sobald ich weiß, kann man die in die Stadt nur bestimmte Bereiche sehen. Das ist, glaube ich, da, wo man essen kann, wo man auch die ganze Quest annehmen kann. Da kann man die auf jeden Fall sehen. Wenn zufällig jetzt andere Leute hier mit mir spielen würde. Ich glaube, wir werden danach gefragt. Die werden wir auf jeden Fall dann so annehmen. Ich glaube, die allererste Quest ist immer nur offline. Okay, so, du kannst jetzt über einen Online-Status mit anderen Spieler Quest aufnehmen. Möchtest du die den Sprachset jetzt aktivieren? Okay, sagen wir einfach mal ja. Zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Okay. Okay. Ja. Ich kann da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es denn ganz genau aussieht mit dem Online-Modus. Ob ich jetzt automatisch an den Stand des Horns mit anderen Spielern sammelspielen kann oder ob ich jetzt erstmal irgendwie eine Online-Sitzung beitreten muss. Da bist du ja, Fünfer. Ja. So. Ausrüstung verbessern, genau.
Wir benutzen aktuell dieses Schwert. Dann werden wir auch versuchen, das hier einfach mal zu verbessern. Okay, wir können hier im Baum so lang gehen, aber gucken wir erstmal, was geht hier? Können wir das machen? Das wäre dann schon sehr geil. Aber ich glaube, das hier können wir nicht machen. Aber ich glaube, ich dafür nicht alle Sachen zusammen habe, oder? Muss doch gehen, oder? Oder? Oder nicht genug Geld dafür. Aber hier wird sowas angezeigt. Das hier können wir mit 200 Zenny verbessern. Mache wieder einfach. Okay. So. Da können wir hier in den Baum so weitergehen. Gut, dann machen wir erstmal das hier. Okay, dafür haben wir eh nicht genug Teile. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Okay. Okay, jetzt hier unsere Waffe schon 432 ab. Von war das ja 380 sogar. So, was können wir schmieden? Thema Waffe, okay. Das hier ist im Prinzip dasselbe Schwert, das zieht 480 ab. Und diese Waffe haben wir den Zustand, wir haben die, glaube ich, ein bisschen verbessert auf 430. Dann finde ich diese Waffe hier, die sollten wir auf jeden Fall machen, damit dann die nächste weitere Parts dann dementsprechend auch gut ausgerüstet sind. Ach komm, machen wir erstmal eine richtig Hammer Waffe. Also die tun wir Schmiede, aber die kann man natürlich noch erweitern. So, eingetauscht gegen diese Waffe hier. Das zählt zu dasselbe Typ wie hier das. Bloß, dass ich hier ein besseres Schwert habe. Ja, lassen wir mir das Schwert erstmal. Rüstung. Ich trage hier die Standardrüstung. Von den Jagers sehe ich hier gar nichts. Da müssen wir erst ein paar weitere Jagers erledigen und auch die Großjagers später erledigen, dass wir uns da eine bessere Rüstung nehmen können. Können wir aber erst ein bisschen später machen. Aber immerhin eine bessere Waffe. Wir haben schon 480 Schaden damit. Okay, was will er von uns? Da können wir so mit ihm reden. Okay, wohl nicht. Was ist das? So Leute, eine wichtige Frage an euch. Sind das hier Online-Spieler? Oder wie ist das da? Sind das Online-Spieler? Oh shit, Typ hinter mir. Also die Frage ist, sind das Online? Stimmt, wir können nicht mit denen reden. Normalerweise kann man hier mehr. Was willst du?
Ja, wir müssen noch mit die Wildjägerin reden. Aber das ist gerade sehr, sehr interessant. Die Frage ist, sind das andere Online-Spieler oder wie sie? Also NPCs. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe mal die Online-Sitzung, weil sie sprach auf Sony aktiviert. Wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und ich sehe bei denen immer so ein Mikrofon. Anders als bei sie. Obwohl. Er hat genau dasselbe. Ich glaube doch nur normale Leute. Man denkt, dass kein anderer normaler Spieler so lange sitzen würde. Okay. Gucken wir noch die Option, ob mir da was habe. Aha, okay. So. Das ist Sprachset. Spielerliste. Einen Freund einladen. Jägergruppe. Opzone. Liste. Ah, okay. Hier kann man dann bei der Jägerliste, bin ich gerade sicher, weil bei der Online-Modus hier noch relativ neu, könnt ihr mir gerne noch alles in die Kommentare erklären. Der Part wird so gleich am Ende, wenn ich das hier mit euch gemeinsam angesehen habe. Hier Quest heraus. Hauptquest. Und die wird sich hier sogar markiert. Steht auch Online-Sitzung ID. Ich glaube, wenn wir auf die Liste gehen, können wir hier die Quest annehmen. Werden wir die nächste Parts versuchen zu machen. Wisst ihr, wo es ist? Wie gesagt, alles weitere gerne ab damit in die Kommentare. Was ich ja komisch finde, da sind immer so Mikrofone. Hier halt eben nicht. Könnte das so heißen, dass hier andere Jäger mit dabei sind? Yep, das sind andere Jäger. Weil ich glaube nicht, dass irgendein Spieler oder irgendein NPC meine jetzt Son Goku heißt. Die nennen sich da einfach so. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich will auch gerne wieder aus dem Modus raus. So. Wie gesagt, in dem nächsten Part werde ich mit dem Wildjäger reden. Und dann 5., 6., 7. Part oder so werde ich mal eine Online-Sitzung beitreten. So, dann sage ich mal. Bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!